Zur Stunde legt Rottenburgs Oberbürgermeister Stefan Neher dem Gemeinderat den Haushaltsplan für 2016 vor. Der Haushaltsplanentwurf für 2016 ist solide und mit insgesamt 114 Millionen Euro im Kernhaushalt zum vergangenen Jahr noch einmal angestiegen. Das reicht für einige Investitionen. Im Mittelpunkt steht dabei der Ausbau der Schulen. Rottenburg hat den Haushaltsplanentwurf für 2016 vorgelegt. Das 12. Jahr in Folge wurden keine neuen Schulden gemacht. Oberbürgermeister Stefan Neher bezeichnet seine Kommune als traditionell finanzschwach, vor allem im Hinblick auf die Einnahmen durch die Gewerbesteuer, die sich in den letzten Jahren bei etwa 12 Millionen Euro eingependelt hat. Trotzdem, der Vermögenshaushalt ist hoch wie nie. Mit 26 Millionen Euro können einige Projekte realisiert werden. Allen voran eine öffentliche Stadtbibliothek. Wir waren jetzt über Jahre hinweg die einzige große Kreisstadt in ganz Baden-Württemberg, die keine öffentliche Stadtbücherei betrieben hat. Ein lang ersehnter Wunsch, auch in Rottenburg immer wieder, war es auf der Tagesordnung über Jahrzehnte hinweg diskutiert. Und jetzt freuen wir uns, dass im Januar der Spatenstich erfolgen kann, dann in 1,5 Jahren Bauzeit die Stadtbibliothek realisiert werden soll für insgesamt 6 Millionen Euro. Im Mittelpunkt soll in diesem Jahr auch die Schulentwicklung stehen. Grundschulen sollen ganztagstauglich werden. Für 4,6 Millionen Euro soll zusätzlich eine neue Grundschule gebaut werden. Anderer Schwerpunkt, die Unterbringung und Integration von Zuwanderern. OB Neher ist erleichtert. Alle Beschlüsse zur Flüchtlingssituation wurden einstimmig im Gremium getroffen. Für 2 Millionen Euro soll eine Wohnheimanlage als Anschlussunterbringung für 90 Menschen entstehen. Damit stehen insgesamt 160 Plätze zur Verfügung. Von Flüchtlingskrise im Rottenburger Rathaus keine Spur. OB Neher teilt die Ansichten seines Amtskollegen aus Tübingen nicht. Mein Slogan gilt auch immer noch weiterhin: Wenn alle ihre Aufgaben tatkräftig erfüllen, dann ist die Flüchtlingsunterbringung und auch die Integrationsbemühungen, die jetzt notwendig werden, gut zu meistern. Denn wir sind immer noch bei rund, sage ich mal, 1-2% zusätzlichen Menschen, die nach Deutschland kommen. Und wer hier von Überforderung spricht, der sollte vielleicht einen ruhigeren Job suchen und nicht sich da täglich in den Medien darüber äußern, wie stark er überfordert ist mit seiner Aufgabe. Es gilt auch noch eine andere Herausforderung zu meistern. 2017 soll auf das neue Haushaltsrecht umgestellt werden. Das soll für Transparenz sorgen. Bürger sollen dann leichter erkennen können, wohin die Steuereinnahmen fließen. Derweil werden die Mitarbeiter dafür geschult. Sobald der Haushaltsplan für 2016 Mitte Dezember verabschiedet wird, geht's in die nächste Runde.